Willkommen zu meinem Teil 2, wie installiert man VirtualBox. In Teil 2 geht es um Fedora Linux. Fedora ist etwas aufwendiger, als es unter Ubuntu oder Ubuntu basierenden Distros ist. Ich habe Fedora 35 jetzt installiert, habe nur die RPM Fusionspakete installiert und NeoFetch, das hier gerade läuft. Ihr seht es, Fedora 35 mit Kernel 5.16.18 und mit GNOME 41.4. Ich habe mir dazu mal ein paar Schritte aufgeschrieben, die wir jetzt nach und nach durchführen müssen. Als erstes installieren wir uns die Kernel-Module für VirtualBox, geben dazu folgende Befehle ein. Ich werde die Befehle wieder unter das Video setzen. Hoffe ich doch. Ich habe schon so oft einen Link oder sowas vergessen zum darunter setzen. Zuerst brauchen wir Tools, dann die Kernel Headers. Erster Befehl ist installiert, geben wir den zweiten ein, lassen auch den zweiten installieren. Dann fügen wir das VirtualBox Repository hinzu. Als nächstes importieren wir uns den Schlüssel von VirtualBox. Zuerst suchen wir VirtualBox. Und jetzt werden wir gefragt, ob wir den Schlüssel importieren wollen. Selbstverständlich möchten wir das. Und dann installieren wir VirtualBox. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Version im Moment aktuell ist. Es ist 6.1.32, denke ich. Ich lasse den Punkt 32 dahinter weg. Wir haben hier VirtualBox 6.1 mit 6.1.32. Bestätigen das Ganze mit Ja, dass wir das installieren möchten. Nach der Installation von VirtualBox, theoretisch müssten wir schon unter das System VirtualBox jetzt den Eintrag vorfinden. Nicht darauf klicken, sagte ich beim letzten Video schon. Erst nach einem Neustart, aber jetzt fügen wir erst den Benutzer wieder der Gruppe VBox Users hinzu. So, wenn wir alle Schritte erledigt haben und ausgeführt haben, schließen wir alles und starten unser System neu. Nach dem Neustart gehen wir auf Systemwerkzeuge, VirtualBox und starten VirtualBox. Jetzt hatten wir die 6.1.32, holen uns dann wieder Zusatzpakete. Hier haben wir jetzt noch keine installiert. Holen uns das Paket von VirtualBox auf der Internetseite. Gehen dann auf der Internetseite 6.1.32. Laden uns zuerst das Extension Pack und dann hier wieder die ISO, wie im letzten Video auch. Nach Fertigstellung schließen wir den wieder, gehen auf die Einstellungen, Zusatzpakete, klicken hier auf das Pluszeichen. Unter Download finden wir das Extension Pack. Die Frage jetzt installieren. Hier müssen wir den Lizenzbedingungen zustimmen, vergeben unser Passwort. Das Extension-Paket ist installiert. Klicken wieder auf OK. Können wir wieder eine neue? Ja, mache ich wieder Linux Mint. Diesmal installiere ich das Ganze nicht. Ich lasse nur den ersten Start dann, dass ihr auch seht, halt, ich habe nicht so viel Arbeitsspeicher in meiner virtuellen Maschine. So, müssen 2 GB wieder reichen. Und die 10 müssen auch reichen. Wenn wir hier wieder auf Ändern, dann bidirektional unter erweitert, allgemein, Systemdiskette weg. Prozessor können wir gerne, je nachdem wie viel wir haben, auswählen. Anzeige setzen wir einfach ganz hoch. Massenspeicher könnten wir uns jetzt einen auswählen. Wenn wir eine ISO heruntergeladen hätten, habe ich hier nicht den gemeinsamen Ordner. Muss ich jetzt eigentlich auch nicht machen.
da wir eh kein System installieren, und klicken dann auf Start. Jetzt müssten wir hier ein Medium einlegen, eine ISO einlegen, nachdem ich aber keine habe. Ich wollte nur zeigen, wie schnell und einfach es auch unter Fedora geht. Es ist eben Fedora, hier sind einige Befehle im Terminal notwendig, aber nichts, was nicht lösbar wäre. So, VirtualBox ist installiert, das Ganze unter Fedora. So, und zum Schluss von diesem Video möchte ich noch kurz auf Solos eingehen und zeigen, wie man VirtualBox unter Solos installiert. In diesem Fall ist es wirklich sehr einfach. Wir öffnen das Software Center, gehen auf Suche, suchen uns VirtualBox. Und hier haben wir zwei Möglichkeiten, je nachdem welchen Kernel wir installiert haben. Einmal VirtualBox und einmal VirtualBox Current. Wir haben den Kernel 5.15.30 Current. Also suchen wir uns hier VirtualBox Current aus, klicken auf Installieren und VirtualBox wird installiert. Ich habe das Ganze schon mal vorab gemacht. Bei Solos hilft uns auch das Help Center, wie wir anschließend den Benutzer zur VBox Users Gruppe hinzufügen können und dass wir Ordner teilen können in der virtuellen Maschine. Wir geben beide Befehle nacheinander ins Terminal ein, vergeben unser Passwort. Ich kann das hier noch mal kurz machen. Ich habe das auch schon durchgeführt. Zuerst zur Gruppe VBox Users. Anschließend, damit wir die Ordner teilen können, das Ganze schließen und neu starten. Erst den Rechner neu starten, bevor wir VirtualBox ausführen. Nach einem Neustart suchen wir uns VirtualBox, starten VirtualBox. Ich habe jetzt hier einfach mal Linux Mint wieder angelegt als Maschine. Klicken auf Starten und VirtualBox läuft. So, das war's. Jetzt hatten wir im Teil 1 von wie installieren wir die VirtualBox, hatten wir Ubuntu und Ubuntu-basierende Systeme. In Teil 2 zuerst Fedora. Fedora ist vermutlich, ja, das, ich möchte jetzt nicht sagen das Schwierigste, vielleicht wo man am meisten installieren darf im Terminal. Solos war ganz einfach. OpenSUSE hatte ich ja schon erwähnt, ist ähnlich wie Ubuntu. Wir starten bei OpenSUSE YAST, dann Software hinzufügen und entfernen. Und dann haben wir genauso ein Suchfenster, in dem geben wir VirtualBox ein, machen einen Haken bei VirtualBox und einen Haken bei DKMS, lassen das Ganze installieren, starten den Rechner neu und anschließend startet auch VirtualBox. Ich hoffe, dieses Video hat den einen oder anderen weitergeholfen und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.